Ja, hallo, da sind wir wieder. Und zwar zurück beim, ja, bei den Katakomben. Wie gesagt, es tut mir leid, Immer dass wir noch das am letzte Leben. Mal, so Was ewig gibt es, lang, Sklaven? aufgewertet haben und nach Items geguckt haben, aber es muss einfach sein. Es ging nicht anders. Normalerweise macht es dann extra Folgen, es sei denn, es ist so, wenn man dazu gezwungen wird. Und jetzt schauen wir mal, was hier er zu sagen Wo hat. habt ihr die Jungfrau gefunden? Die Garde der schwarzen Kohorte war im Alchemistenviertel hinter ihr her. Mit Hilfe ihrer Hexenkräfte ist sie ihr entkommen. Aber uns nicht. Der mildtätige Marwan wollte dieses Prachtstück unbedingt haben. Wahrscheinlich hat er sie damit vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Mengbillas Rechtsprechung ist nicht zimperlich. Tja. Was hat diese Jungfer angestellt? Sie soll auf ein ehrenwertes Mitglied der Alchemistengilde einen Mordanschlag verübt haben. Oder etwas in der Art. Wen kümmert das schon? Wer ist dieser schrecklich mildtätige Marwan? Der erhabene Marwan Ibn Kadims? Kyrios von Mengbilla? Und ehrenwertes Mitglied der Sklavenmeistergilde? Ihr müsst wirklich von weit her sein. Seine Sklaven sind die besten und edelsten des Südens. Seht euch selbst an! Es gibt eine eigene Sklavenmeistergilde? Die Bruderschaft der Sklavenmeister. Duluk Ankhbesi, ihr Oberhaupt, ist zugleich Großemir der Stadt. Vielleicht erbt Marwan einmal dieses Amt von ihm. Dann seid ihr die Sklaven des Großemirs. Wenn ihr so lange überlebt. Also stiftet Marwan diese Spiele, um sich beliebt zu machen? Nein, weil er großzügig ist und die Wünsche des Volkes von Mengbilla achtet. Oh Gott. Habt ihr etwas Traumkraut für mich? Niam, das Traumkraut aus Mengbilla soll das Beste von allen sein. Nur ein paar Blätter. Ich bin keine Gladiatorin. Vielleicht sterbe ich bald. Du bekommst Bohnen wie alle anderen, aber wenn du sehr artig bist, wer weiß. Haltung, Gladiatoren! Bohnen, immer zu Bohnen. Einmal nur ein gutes Stück Fleisch. Kämpfst du auch gegen die neuen Horden? Bin doch nicht verrückt. Was? Wenigstens lebe ich morgen noch. Immer zu Bohnen. Na gut, dann ja. Speichern wir nochmal, weil ich glaube, das wird eklig. Willkommen, Volk von Mengbilla. In den kommenden 3 Tagen wirst du die blutigsten Kämpfe erleben, die unsere stolze Arena jemals gesehen hat. Ich, der bescheidene Marwan al-Ahmad ibn Kadims, bringe dir heute den Kampf der 9 Horden. Werden unsere 5 Helden die Jungfrau Aurelia von Neta aus den Klauen des Bösen befreien? Das ist deine Aurelia? Endlich etwas, für das sich das Kämpfen lohnt. Begrüßt die Todgeweihten! Lasst die Kämpfe beginnen! Ihr seid die Gladiatoren? Mein Gott. Bitte gebt euer Bestes. Ich will noch nicht sterben. Aurelia! Was? Du? Was? Sieh die erste Horde, Mengbilla! Wir fangen harmlos an, doch Obacht! Auch Rotpelze träumen von Ruhm, Blut und Ehre. Wie kommst du hierher? Später. Oh Gott. What the? Um...
Also tun wir allgemein mal auf Warten stellen jetzt erstmal. Schauen mal an, was passiert. Autsch! Also die haben hier echt böse was drauf, die Jungs. Hier in dieser Arena steht mir eindeutig zu viel im Weg. Erstmal warten, guck mal, was passiert. Macht jetzt wenig Sinn, mit dir da vorne ranzubrechen. Ja, die blöden Goblins, die sich da nach hinten stellen. Oh, blöder Zubrano. Kannst du dich erstmal selbst heilen. Oh Mann. Takate. Wartet erstmal. Der Goblin fällt. Goblins haben wir eigentlich noch. Eins. Zwei. Drei. Hier, das sind alle, die hinten stehen jetzt. Das heißt, ich muss ganz böse in die Offensive gehen. Gut, dann wird sie jetzt erstmal sich
Gib mir hinter das was? Oh, da stand noch ein Goblin, den hab ich gar nicht gesehen, wisst ihr? Welche Goblins haben wir denn überhaupt nur? Haben wir gar keine mehr, glaube ich. Was war das jetzt? Ach, da war wieder ein Fall, den man nicht gesehen hat. Wir holen dich heraus. Wie bist du... Was machst du hier? Sie, die zweite Horde Mengbilla. Die Krone des Abschaums. Diebe, Betrüger und Mörder. Sie haben nichts zu verlieren als ihr nacktes Leben. Warte einen Augenblick. Oh Gott.
So, du wartest. Wo stehen die überhaupt? Da müssen wir erstmal gucken, dass wir auch Astralpunkte sparen. Karte, lass uns erstmal wieder warten. Genau wie Naurim, der wartet jetzt auch. Also es gibt einen mühseligen Kampf, muss man ehrlich sagen. Wie weit geht eigentlich seine Flammenattacke? Nicht sehr weit. Müssen wir auch erstmal warten, mal gucken, was passiert. Also, gewöhnlicher Kampf, das Finte, Todesstoß, das hat sich schon aufgebaut, Mann. Daurin braucht Heil-Level 2. Macht mehr Sinn. Daurin nicht in der Reichweite. Seine Reichweite. Ja.
Oh, da kommt der nächste angetrabt. Es gibt einen Langkampf. Sehr glücklich gelaufen, muss man ehrlich sagen. Wow, gut getroffen. Wo sind denn eigentlich die Gegner? Ach, das ist der hier, ja, okay. Das ist der und das ist der. So, Naurim tut, Naurim sagt schon, Subaran tut auch erstmal warten. Wir schauen mal, was passiert. Also wir können eigentlich erstmal Runde beenden. Das ist ja kein Gegner in der Nähe von meinen Leuten. Das ist natürlich jetzt blöd. Da tue ich jetzt alle erstmal auf Warten stellen und gucke, was passiert. Der liegt schon mal. Gleich schon beenden machen. Die sind jetzt noch nicht nah genug. Warten. Warten. Das war tatsächlich sogar eine Erholungsrunde, also das hätte ich nicht erwartet.
Noch wurden unsere Gladiatoren kaum gefordert. Lasst uns sehen, was geschieht, wenn sie auf ihre Spiegelbilder treffen. Auf ihre Spiegel... Das ist unfair, ich muss nämlich hier weg. Wenn ich hier bleibe, habe ich ein Problem. Egal wo ich hingehe, ich finde immer Fallen. Der Gegner hat gar keine, wie es aussieht. Oh Mann. Ja, genau deswegen will ich hier da weg. Diesen Scheiß da. Nächste Falle gefunden. Nächste Falle gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das jetzt? Du wartest erstmal. Was macht? Nein. Oh, er steht auf. Ja, er steht zu weit weg. Klasse. Nein. Echt an einer Tour nur Fallen. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen, weil ich an einer Tour nur in Fallen trete.
machen? Nein, ich kann natürlich nichts machen. Meine Leute sind auch gar nicht mehr dran. Ich habe noch eine von meinen Leuten, und liegen sie mittlerweile alle. Es ist ja schon unfair, dass ihr alles mit Fallen. Bei mir gesehen ist mein Gegner gar keiner. Ich kann nicht mal meine Leute heilen. Das ist auch geil. Ich kann nichts machen. Bin gleich raus aus dem Kampf. Ich bin raus aus dem Kampf, das kann ich vergessen. Ja, diese Bals Morgensterne da. Ich könnte mal speichern. Ich kann nur erneut versuchen. Aber die Zeit ist schon lang um, also... Noch wurden unsere... Lasst uns... Hoffen wir, dass wir dann hier weiterspielen können. Weil, wie gesagt, die Zeit ist um und ja, ich probiere es einfach mal. Naja, tschüss, wir sehen uns dann nächste Woche.